Edra-chan hat's gesehen. Ich bin Akane. Ich lebe und arbeite hier im Seaside Airbnb seit 2 Monaten. Akane, 2 Urchin-Seeschüsseln bitte. Kommt! Dieser Mann ist Kuroki. Das ist für Tisch 3. Okay. Er ist mit seinen Eltern hier. Er war mal ein Gast in dem Club, in dem ich gearbeitet habe. Ich arbeite jetzt aber nicht mehr in dem Club. Ich habe alles zurückgelassen und bin hierher gekommen, um von meinem eigenen Vater zu entkommen. Meine Mutter hat mich mit 8 bei meinem Vater gelassen, um bei einem Mann zu sein, mit dem sie eine Affäre hatte. Seitdem habe ich auf meinen Vater aufgepasst, aber... Widerlich! Was tischst du mir da auf? Du bist ein Mädchen und kannst nicht mal gutes Essen machen! Es tut mir leid, es tut mir leid! Bitte schlag mich nicht! Autsch! Stopp, bitte! Wenn er irgendwas, das ich gemacht habe, nicht mochte, schlug er mich unermüdlich. Er ließ mich mit der Auflage, dass ich ihm mein ganzes Geld aus meinem Teilzeitjob gebe, zur Schule gehen. Aber er hat das Gleiche verlangt, sogar nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe und in dem Club gearbeitet habe, in dem er mir befohlen hat zu arbeiten. Wofür lebe ich eigentlich? Dann eines Tages habe ich etwas vermasselt. Fass mich nicht an, du Perverser! Autsch! Ich konnte nicht anders, als einen betrunkenen Gast zu ohrfeigen, der meine Brüste angefasst hat. Was machst du da, Akane? Du Dummkopf, kannst du nicht mal ein bisschen Abtatschen aushalten? Es tut mir leid, aber er hat mich zuerst angefasst und mir wurde gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Du bist so ein Dummkopf, ernsthaft, dass du das ernst nimmst. Es gibt keine Möglichkeit, dass sowas an einem Ort wie diesem nicht passiert. Komm morgen nicht, ich bin fertig mit dir. Und so wurde ich gefeuert. Heilige Scheiße! Wenn ich nicht so schnell wie es geht einen neuen Job finde, wird er mich töten! Ich hatte Angst und habe alle angerufen, die ich gefunden habe und die einstellen, aber... Anscheinend haben sich Gerüchte von meinem letzten Arbeitsplatz rumgesprochen und die Dinge standen nicht gut. Und... Akane! Autsch! Du dumme Stück Scheiße! Wenn es nichts zu arbeiten gibt, dann verkauf deinen Körper oder so. Du arbeitest morgen besser wieder. Verstanden? Ich will nicht mehr in dieser Hölle leben. Ich sollte mich einfach umbringen. Der Gedanke kreiste in meinen Gedanken. Wenn ich sterben soll, dann will ich sterben, nachdem ich etwas gemacht habe. Das ich noch tun will. Das Meer. Ich will das Meer sehen. Ich habe ein Airbnb am Wasser. Im Sommer kann man richtig leckere Seeigel essen. Ich hatte noch nie Seeigel. Dann solltest du mal vorbeikommen und das ausprobieren. Ich warte auf dich, egal welchen Tag. Ja? Kuroki? Entschuldigung, dass ich dich aus dem Nichts anrufe. Hier ist Akane. Dürfte ich einen Seeigel bei dir essen? Am nächsten Tag? Akane? Komm schon rein. Dann habe ich alles Kuroki erzählt. Was ein armes Mädchen. So etwas Schlimmes seiner eigenen Tochter anzutun. Akane, was wirst du von jetzt an machen? Willst du, dass dein Vater festgenommen wird? Wenn ich zurückgehe, werde ich nicht wieder entkommen können. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich verstehe. Warum bleibst du dann nicht erstmal für eine Weile hier? Aber... Das passt alles super. Wir wollten sowieso etwas Hilfe bei der vollen Season. Wir garantieren dir genug freie Tage und Gehalt. Also, wieso arbeitest du nicht hier, bis du dich besser fühlst? Oh, das ist eine tolle Idee. Ja, mein unterer Rücken tut sehr weh. Das wäre eine große Hilfe. Vielen Dank! Jetzt, da alles geregelt ist, nimm das. Die Seeigelschüssel, die ich versprochen habe. Nachdem du gegessen hast, musst du sofort ins Krankenhaus. Mach schon, nimm ein bisschen. Oh, danke für das Essen. Das ist so gut! Habe ich dir ja gesagt. Ich bin so froh, am Leben zu sein. Das habe ich nach dem Essen gefühlt. Seitdem sind 2 Monate vergangen und ich lebe die fröhlichsten Tage meines Lebens. Akane, du bist fertig für heute. Okay. Kuroki, wie sieht es mit den Reservierungen für nächsten Monat aus?
So 20 Gruppen? Oh, es ist ein bisschen weniger geworden. Es ist fast Ende des Sommers, also... Ja, das stimmt. Airbnbs volle Saison der Sommer war dem Ende nahe. Mit genug Arbeitskraft war ich jetzt eine nicht gebrauchte Mitarbeiterin. Ich will nicht, dass Kuroki und seine Familie mich hassen. Also habe ich entschieden, irgendwo hinzugehen, bevor ich wirklich ganz überflüssig wurde. Aber... Akane! Akane! Um ehrlich zu sein, ich will nicht weg. Ich will für immer hier bleiben. Was? Du kündigst? Ja, danke für alles. Wieso so plötzlich? Haben wir dich irgendwie verärgert? Nein, auf keinen Fall! Es ist nur... Die Hochsaison ist vorüber und... Wenn ich hier bin, wäre ich nur eine Last für das Geschäft. Akane, lass uns draußen mal kurz sprechen. Ich verstehe, du warst rücksichtsvoll gegenüber unserem Business. Aber darüber musst du dir keine Gedanken machen. Unser Restaurant ist das ganze Jahr über offen und es gibt hier eine Menge anderer Jobs. Ich kann hier bleiben? Natürlich. Kuroki, warum bist du so nett zu mir? Eine Frau wie ich, mit einem komplizierten Hintergrund. Niemand will etwas mit mir zu tun haben. Ich werde ehrlich sein. Ich hatte eine Tochter im gleichen Alter wie du. Was? Aber sie ist nicht mehr am Leben. Sie hatte einen Autounfall zusammen mit meiner Frau. Es ist schon 13 Jahre her, aber ich erinnere mich immer noch an meine Tochter, wenn ich dich ansehe. Den Tag, an dem ich dich getroffen habe. Ich will eigentlich nicht. Komm einfach! Ich bin auf einen alten Freund gestoßen, als ich in der Stadt war. Ich hatte eigentlich keine Lust, aber er hat mich in den Club geschleppt, in den du gearbeitet hast. Ich will so schnell es geht nach Hause. Hallo. Ha? Dieses Mädchen hat blaue Flecken, die ich kaum sehen kann, aber... Als erstes dachte ich, dass du einen gewalttätigen Freund hast. Aber als ich dir zugehört habe, kam ich ins Überlegen. Vielleicht wird sie von ihren Eltern misshandelt. Für eine Weile danach war ich etwas besorgt um dich, aber... Akane arbeitet hier nicht mehr. Das nächste Mal, als ich im Club war, hast du schon nicht mehr da gearbeitet. Also, als du mich angerufen hast, war ich so überrascht. Akane? Und als du mit blauen Flecken hier angekommen bist, war ich verdammt wütend. So etwas Schreckliches zu tun zu seiner eigenen Tochter. Für jemand, der seine Tochter verloren hat, war es unmöglich auszuhalten, jemanden im gleichen Alter so eine harte Zeit durchmachen zu sehen. Dazu bist du noch so eine nette Person. Du solltest glücklich sein für alles, das du durchgemacht hast. Wenn es für dich in Ordnung ist, kannst du das hier als dein richtiges Zuhause ansehen. Was? Wenn du gehen willst, ist das auch okay, aber ich möchte, dass du dich an diesen Ort erinnerst, falls etwas passieren sollte. Und natürlich bist mehr als willkommen, solange du bleiben willst. Wir heißen dich wie eine echte Tochter willkommen. Vielen Dank. Ich, wenn möglich, will ich für immer bleiben. Hey. Vater, warum bist du hier? Ich hab den Platz verhört, an dem du gearbeitet hast. Wage es nicht, du Stück Scheiße! Stopp, mach das nicht! Was? Du, hast du mein Kind entführt? Du hast kein Recht, dich selber Vater zu nennen. Und jetzt verschwinde! Hä? Halt die Klappe, du Perverser! Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie miserabel ich wegen euch beiden leben musste? Stopp! Hör auf! Ich würde niemals... Nur über meine Leiche! Was zur... Hey, ist da die Polizei? Was? Wir sind die Wildereipräventionskontrolle. 556 Ellertown vor dem Airbnb Hamaya. Der Eigentümer wird angegriffen. Bitte kommen Sie sofort. Hey, Papa, nimmt das Tape auf? Du, ich filme seit 30 Jahren Wilderer. Du da, ich hab die Kamera an. Es bringt nichts zu entkommen. Oh nein, Hilfe! Warum kann ich schwimmen? Scheiße! Kuroki, das ist gefährlich. Geh zurück. Ich will nicht, aber ich glaube, wir müssen ihm helfen. Hey, Vater. Hab dich. Hey, tritt so hart du kannst. Später. Das Video von den Zuschauern und die Fotos von mir mit blauen Flecken, als ich ankam, zusammen mit der Notiz des Arztes, waren genug Beweise, damit die Polizei ihn festnahm. Es ist einige Jahre her seit dem Vorfall. Hier, für dich. Aha, was für coole Sachen. Hey, Papa ist wieder da! Willkommen zu Hause! Ich bin zu Hause! Papa, du bist zu Hause! Du hast deiner Mutter geholfen? Was ein guter Junge! Ja,
Danach bin ich hier geblieben und habe Kurokis Verwandten geheiratet, der Fischer war. Und... Oh, willkommen zu Hause! Schwiegervater, ich bin zu Hause! Du musst müde sein, setz dich und warte! Als Kurokis Tochter war es entschieden, dass ich das Geschäft fortsetze. Wenn ich zu der Zeit nicht Kuroki getroffen hätte. Wir sollten auch helfen. Wenn ich nicht hier hingeflohen wäre, was würde ich dann wohl tun? Was ist los? Nichts. Nichts. Danke. Ich bin jetzt wirklich glücklich.愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、 少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。